Wie kann... Ich werde woanders gebraucht. Ich sehe sie. Feindkontakt mit... Oha, da mal was Dickes. Kommunisten kommen! Wie können wir helfen? Granaten! Was gibt es? Wir brechen auf! Zurück, zurück. Brauche ich noch. Dürft nicht sterben. Was haben wir denn da? Ah, so ein scheiß Raketendruck. Oh nein. Sniper schon wieder gestorben. Machen wir zwei Sniper diesmal. Oh, die sind so schwerfällig, ne? Los, fahrt vor. Oh, die sind da jetzt nicht drin verpackt, ey, oder so. Leute. Okay. Sollen wir retten? Es sind Feldreparaturen nötig. Wir gehen dann mal hier runter. Was? Marschbefehl bestätigt. Werner, Scharfschütze unterwegs. Ich bin auf dem Weg. DS2 hat Marschbefehl bekommen. Wir schicken unsere Panzer mal wieder an die Front. Da rekrutieren wir noch was. Hier oben geht es dann scheinbar, Leute, hier geht es nicht, scheinbar nicht lang. Scheint also, dass wir hier lang müssen. Wo war ich? Ich glaube, es war hier. War die 85mm oder ob das war. Schau mal da, mittlerer Panzer. Es war mal ein mittlerer Panzer. Ah, da haben wir noch einen Mörsertrupp. Beziehungsweise wir hatten einen Mörsertrupp. Die hatten einen Mörsertrupp. Was kann ich dahin? Schnell, Leute, schnell. DS2 meldet sich zur Stelle. Ja, wehe, du kopierst. Wehe, du kopierst, ey. DS2 hier, außer einer Erinnerung wird davon nichts übrig bleiben. Erwartet Befehle. Da. Haltet eure Position. Wir sind zu allem bereit machen zum Stellungswechsel. Ja, ihr haltet mal eure Position. Ich habe einen Panzerabwehrtrupp ausgeschaltet. Hier der dämliche Sniper, der... Ja, also, da kann man auch mal langfahren, ey. Das hatte ich echt nicht gesehen gehabt. Ich wusste nicht, dass hier unten noch was ist. Also hatten, wollte man sich eigentlich hier den einfachsten Weg machen und dann ging es nicht echt. Eine Schweinerei. Oh, was haben wir hier noch? Wo steht die nächste Pack? Oder der nächste Raketenwerfer-Druck? Oh, der Tank da vorne mal. Tank, Tank. Jetzt tankt er mir aber ein bisschen zu viel. Oha, jetzt wird's hier aber echt übel. Oh, jetzt wird's hier aber echt übel. Ah. Oh, fahr doch rückwärts, ey. Ich sag mal, kann man das nicht irgendwo einstellen, dass die mal rückwärts fahren oder sowas? Ich weiß. Seht nach, ob das repariert werden kann. Oh, wir brauchen mal... Stellungswechsel. Ah, okay. Zum Bauen und zum Zerstören. Down. Down, down, down. Platz machen für die zwei Scharfschützen. Ich danke. So, die bleiben dort stehen. Die schießen die da oben ab. Ich setze mich gerade nochmal richtig hin. Derzeit. Zwei Sniper-Trupps sollten so gegnerische Trupps ein bisschen schneller diesmal erledigen. Jetzt wurden sie gesehen. Das heißt, sie kommen näher. Und noch einer, bitte. Dankeschön.
Eröffne das Feuer auf MG-Truppen. Ja, die bauen sich ab. Ja, nur noch einer. Bitte, bevor der aufgestellt hat, bitte killen, bitte killen. Bitte schießen. Dankeschön. Sehr freundlich. Oh Gott, der Panzer braucht noch ewig, bis der fertig voll repariert ist. Boom, Hammer. Geehrt für unsere Tapferkeit. Sie brauchen eine Scharfschützin? Das. Aufpassen! Granate! Scharfschützin unter Beschuss! Alter, der hat gerade ernsthaft eine Granate geschossen, ey. Bayonetta, oder wie man das nennt. Sichere Territorium. Aber wir nehmen es jetzt mal ein. Das Gebiet wird bald unser sein. Ich habe meine Beute. Gehört oh, was haben wir da? Ja, ja, scheiß Schützengräben. Scheiß Schützengräben. Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. Da, Tovarich. So, wenn die. Erwartende Felsen verstanden. Brech auf! Was kann ich tun? Bin jetzt unterwegs. Sehr schön. Da komm, da schicken wir mal hier so einen Bomber drüber. Stumme weg, einmal voll drüber. Da ist noch eine Haubitze. Bäm. Feindlicher Trupp. Yeah. Wie sieht's hier mit meinem Panzer aus? Schnieke, schnieke. Ich habe einen Trupp ausgeschaltet. So. An die Front. Die bereinigen hier mal alles. Oh, da fliegt noch irgendein Trümmerteil weg. Da ist noch so ein hässlicher mittlerer Panzer, der jetzt gleich sterben wird. Einmal bitte Aufstellung nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das weit schießen können. Ich glaube aber schon, das kann sein. Ich denke schon. IL-2 bereit und beladen, um den Feind zu zerstören. Wir sind IL-2 einsatzbereit. Ah. Ja, heben wir uns erstmal auf. Ja, er kann scheinbar noch nicht. Wir müssen doch weiter vor. So, dann mittlerer Panzer. Eingreifbar durch schwere Panzer, Bären, Sturmgeschütze machen wir jetzt. So, haben wir hier noch jemand vergessen? Nein. Gut. Gut. Warum? Warum schießen die nicht? Wer gehe dahin, wo ich gebraucht bin? Mit einem IS-2 würde man sich nicht anlegen. IS-2 unterwegs! Ah, sehr schön. Jetzt würde ich sagen, schicken wir mal unsere komplette Armee dort. Wir müssen einen bewegen und sie feindliches Territorium. Oh fuck. Ein Minenfeld. Oh Leute, ein Minenfeld. Erwarten wir die Schießen auf uns! Das ist jetzt echt ein Scherz gewesen, oder? Haben die da ernsthaft ein Minenfeld eingesetzt? Den Sniper setzen wir mal dorthin. Triggern sie den Haupteingang, machen wir. Sie haben Marsch! Sofort! Die killen den mal. Sehr schön. Die verteidigen das Gebäude mit Tiger. Wir müssen diese Panzer zerstören, bevor wir den Reichstag selbst stürmen können. Oh Gott. Einer weniger, um den wir uns Sorgen müssen. Zwei Tiger. Zwei Stück, Leute. Ah, komm, hau ab. Oh, meine schweren Panzer. Pioniere unterwegs. Ja, okay. Schwere Kavallerie bereit zum Einsatz.
Drehen, Digga, drehen, 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 drehen. Können wir hier noch irgendeine Granate schmeißen oder sowas? Sieht eigentlich sehr gut aus. Wir schießen als erstes mal zu zweit auf den. Dann ist der nämlich schon mal down. Bloß mal einmal richtig treffen. So, jetzt aber. So, ja, machen wir. Schicken wir nochmal ein Bombardement auf die Gegner. Und enthüllt. Ja, aber. Was ist das denn? Die Tiger sind erledigt. Genossen, stürmt jetzt den Reichstag. Alter, ich hatte da noch nie so 152. Epic. Sieg. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir alles durchgespielt haben. Ob wir es durchgespielt haben oder ob es noch eine 15 gibt. Etappe 15. Und es gibt... Es gibt... Keine Top 15. Sehr gut. So, Leute, dann sag ich einfach mal, wollen wir gerade mal einen Kommentar dazu abgeben. Wir haben jetzt 14 Etappen durchgespielt. Wir haben vom Bahnhof in Stalingrad bis nach Berlin am Reichstag uns durchgekämpft, Leute. Wie fand ich das Spiel? Ich fand das Spiel. Ja, das Spiel selber ist eigentlich ein sehr schönes Spiel. Ich weiß, es hat sich sehr lang rausgezogen, das Let's Play. Ich hatte zwischendurch am Let's Play in die Lust verloren gehabt, dann ging es wieder. Und ich hatte ja technische Probleme gehabt im Aufnehmen und allem Möglichen, deswegen musste ich da nochmal neu anfangen und so weiter und so fort. Aber egal. Dann hat es doch dran gezerrt, ich wusste nicht, wann ich machen soll, ob ich es machen soll, dann hatte ich keine Lust. Und es hat sich, ich muss sagen, ich hatte dann irgendwie keine Lust drauf, das Spiel zu Let's Playen. Und dann hatte ich es immer mal zwischendurch gemacht und dann habe ich mir gesagt, jo, mach das mal langsam durch. Jetzt am Ende bin ich ein bisschen schneller geworden. Ja, und theoretisch, ich finde das Spiel eigentlich theoretisch praktisch gesehen ein recht schönes Spiel. Es ist sehr schön geworden. Aber ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir irgendein Anreiz daran, an dem Spiel weiter zu spielen. Sagt mir, schreibt dann, ich bitte euch, schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von dem Spiel? Wie findet ihr es? Was würdet ihr machen? Spielt ihr es noch? Spielt ihr es nicht? Und dann sag ich einfach mal... Schreibt in die Kommentare, wie ihr das ganze Let's Play fandet. Und dann sag ich einfach mal, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Let's Play. Ciao.